aus, dann kommen da nur noch die Feinen rein. Schön sortieren. Lass es weiter am Schuften. Ich glaube, wir sollten ihn jetzt mal ablösen. Er soll mal essen kommen. Nein, lass mich in Ruhe. Nee, der ist ja jetzt gestorben. Der hat doch erst wieder essen. Ja. Ja, ich muss auch essen. So, Bacon and Eggs. Query läuft noch. Das wird nicht schlecht, das Essen. Nein. Das ist ja crazy. Ja. Das ist ja echt crazy. Der Kanark. Wo habe ich denn das Gammelfleisch her, was ich zwischendurch immer mal in der Tasche habe? Also, das bekommst du aus Loot-Tops oder aus Zombies. Ach so, okay, alles klar. Ich dachte, das wäre Futter, was mir kaputt geht. So gut, Wasser habe ich gut, aber ich muss noch was essen. So, ich esse noch ein bisschen Grilled Meat. Das muss nämlich auch mal weg. Nicht nur Bacon and Egg. So, Wasser, sauber, so. Quatsch, das nächste Wasser. Mann, mit Wasser stehen wir auch gut da. Ja, ich glaube, wir haben die Apokalypse gut klar gemacht. Chicken Rotation. Denk dran, 24 Stunden. Was dann? Guck mal auf die Tageszeit. Oh ja, dann fängt der... der große Tag an. Oh, die Zombies lassen uns in Ruhe. Ich höre gar nichts von Angriffen oder so. Oh, nix. Wahrscheinlich matschen sie direkt schon in den Spikes vorher weg. Möglich. So, ich mache euch mal bessere Rüstung schon mal rein. Boah, wir brauchen jetzt mal bestimmt 5 Kisten. Hier ist meine einzelne Kiste craften nervt. Ich würde aber jetzt oben nicht so viele Kisten noch hinstellen. Ja, aber einen wenigstens noch über den Kühlschrank, oder? Sind es hier noch eine leere drunter? Hier ist noch eine leere drunter. Babam, schon wieder Level Up. Kann man ja mal machen. Okay, wenn du sagst, nicht so viele Stellen, dann lass es erstmal. Dann alle unten rein. Ja, danke, da bauen wir doch die großen Kisten, oder? Stimmt, diese Blockkisten. Genau, also. Dann doch. So, für weiteres Futter. Nein! Gott sei Dank, die ist runtergefallen. Ja, und Olli? Ja? Könntest du vielleicht rausgehen und die Zugbrücke hochziehen, also die Hatches aufmachen? Hatte ich eigentlich? Ja, ich habe sie dazu gemacht, damit ich reinkomme. Oh ja, das fällt für früh ein. Echt? Ja, ich habe keine Fackel am Start. Die ist doch offen. Echt? Ja, die Hedge sind alle 4 offen. Achso, dann willst du nicht wieder aufbekommen. Ich werde gleich erstmal ein paar gute Kohlefackeln bauen. Wieso? Das bringt doch auch nichts. Was? Kohlefackeln. Ja, gut, aber ich habe 2000 Kohle mitgebracht. Ja, dann brauchen wir dann für die Forst und vielleicht Schwarzpulver. Okay. So, hat noch wer Durst? Hier sind noch Dosen, die getrunken werden wollen. Mein Durst sieht noch gut aus. Ja, aber dann trink ruhig, dann sind die leer. Ich habe keinen Platz mehr im Kühlschrank. Trink dich mal voll. Ich hab ein bisschen Durst, aber ich muss erstmal warten, bis die Leiter fertig sind. So, jetzt hab ich 100%. Ja, Dose hinten rein. Ab in die Forge. Scrappen und ab in die Forge. Nicht scrappen. Gib mehr, wenn du die ungescrappt reintust. Nicht scrappen. Ja. Nackig rein. Zählt auch für Breath und so. Echt? Ja. Gib mehr, gib für mich 5 dann, soweit ich weiß, und nicht nur 1. Das mehr gibt es auf jeden Fall. Nur wie viel mehr, weiß ich gerade nicht. Ach, der schmilzt jetzt erstmal den Stein. Ja, mach mal Breath fertig da. Nein, so geht doch. So, guck mal eben in die Chest. Bum, 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 bum. Das ist nochmal Saatgut. Lass das in den Stein mit drin liegen. Coffee Boons. Der hat das Breath nicht verbrannt, wo der drin war. Deswegen habe ich den kurz runtergezogen. Ich komme gleich wieder zurück.
Oh, mal Kalles Möglichste checken. Torch, klar. Federn. Nochmal Gammelwasser, wie immer. Lied, ja. Das dauert wahrscheinlich einfach nur ein bisschen, bis es fertig ist. Ja, kann ja sein. Ja, was haben wir denn hier noch? Also Bände. Hat ja unten in dem Panikrum schon eine Treppe hingemacht oder eine Leiter? Ja. Das kann auch noch raus. Ah, ich habe noch keine Fackel. So. Ich habe noch mehr Breath direkt einschmelzen. Zack, zack hier. Kalala balala. So, das kommt auch noch rein. Das kann auch noch abgefackelt werden. Cool aus hier unten. Wie schick. Ja. So, Lasse. Ja. Hast du dich auch schon voll getrunken? Ja. Mit den Dosen? Ja. Okay, und direkt abgefackelt? Joa. Du Supi. Von wem sind denn jetzt die 15 Gläser gekommen? Gut, dann. Hast du schon mal in die Rüstungsliste geguckt? Kalle, ich sehe gerade zu, dass das Zeug hier verarbeitet wird. Da habe ich noch nicht die Zeit für gefunden. Obwohl, machen wir Dosenfutter da oben rein. So. Das ist richtig voll. Wasser, 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 Wasser. Die Queries alle laufen. So, die erste fertig, kann ich wieder nachlegen. Ach, da holt halt gerade einer Zement raus, deswegen. Ja. Alles cool, ich wollte nicht meckern oder so, ich bin nur alle Queries gleichzeitig am Befüllen, damit die weiterlaufen. So, da oben Dosenfutter. Heilkacke. Das kann man ja mal zusammen machen. Das sollte doch klappen. Dosenfutter, Dosenfutter, Honey. Das. So. Dann nochmal 15 Wasser, 15 Wasser, 15 Wasser. So. Alter Falter, im Moment völlig stressfrei hier, ey. Teller. Was ist denn das? Ach, das ist Alkohol und kein Murky Water. Okay. Ja. Ich hab mir die Augen nicht aufgemacht. Da kommt auch nach oben. So, na, da kommt noch mehr hin. Das. Die Kiste ist zugesperrt, die muss man auch machen. Ja, mache ich gleich. Seid ab. Wolltest du was reintun? Schon was fertig? Kalle? Nicht unbedingt. Warum wolltest du dann an die Kiste? Und wir gucken, was da drin ist. Short Iron Pipe. So. Fertige Erzeugnisse halt, ne? Alles, was fertig ist. Was wir so finden, was aber eventuell verforscht werden kann. Eventuell. So ist offen. Findest du keine Medikamente, Kalle? Doch, ich mache nur gerade die Quest. Was für eine Quest? Wo du machen kannst, da kriegt man Skillpunkte. Was für eine Quest? Database, die Anfang-Tutorial-Quest. Also, ja, weil du deine Medikamente tauchen nirgendwo auf, deswegen frage ich. Ja. Man könnte dann E-Kisten machen, wo die Zeichen drauf abgeblendet ja, richtig. Auf Symbol, ja. Was reinkommt. Das stimmt. Wer schlägt denn da was kaputt? Oben. Oben? Mach wer? Da Quakes hin. Wo schlägst du was kaputt? Warum? Ah, die Fenster, ja, sauber. Ey, sauber. Könnte ich hier unten eigentlich auch schon mal machen. Hatte ich ja erst verstärkt. Lasse, kannst du hier direkt Beton einsetzen? Ja. Prügel ich die eben weg. Aber
hier unten ist ja alles Steinmauer. Dann kann man hier auch... Boah, kriegst ja einen. Hält das aus, ey. Boah. Egal. Oder kannst du auch diese Steinmauern machen, Lene? Nee, ich lasse nachher mal 15 Stahl durch, da kann ich wieder Stahlhexe machen. Was machen? Stahlhexe. Ah. Ne, können wir schön auch Beton, genau, macht doch Sinn, oder? Dann ist der Unterbereich vom Haus ziemlich safe. Ich meine, da war noch irgendwo so tiefe Fenster. Ja, genau, hinten beim Feuer. So, und hier waren auch noch Fenster. Kalle, hilfst du mal mit, bitte? Hast du, oder bist du noch beschäftigt? Wo bist du? Unten in der Küche. Eben die Wände alle wegreißen. Dann kann er, lass du uns die direkt mit Beton auskleiden. Das hier ist sozusagen zweite Wehrmauer. Geh mal kurz runter, geh mal kurz ins Wasser. Ja. Was? Ich brauch neuen Land. Okay. Hast du eine Schaufel? Komm ich mit. Und Kalle auch. Machen wir direkt voll. Brauchen wir gar nicht so viel. Das ist eh wegen Sandstadt, wenn wir zusammen abbauen. Okay. Ich kann nur noch Stein abbauen. Nimmst du dann noch die leeren Gläser mit? Ich bin gerade schon los. Du kannst auch neben deinem Garten noch füllen. Okay. Was ist mit Stein? Kann ich mir noch holen. Der mir Zement hat. Ja. Also Steine, so habe ich noch 1000 Stück, aber du kannst ja noch welche sammeln, wenn du die Fortschläge. Ah, cool. Dann kann man nie gut fahren. Ja, und das ich muss noch einen Campfire herstellen. Er ist doch am Buddeln, die müsste er doch auch finden. Super. Wir haben überlegen, ob wir hier vielleicht eine Tür einbauen sollten. Wo? Wo wir hier gerade aufgeklopft haben. Ich würde vielleicht sagen, eine Tür Richtung Garten. Nein, hier, um auch mal an die Spikes zu kommen oder im Notfall von hier aus auch rausschießen zu können. Dann mach da Gitter hin. Ja, oder Gitter. Aber die kannst du nicht zweiseitig setzen, ne? Hm? Die kannst du nicht zweiseitig setzen. Wir hatten da den Schrank verprügelt. Welchen Schrank? Na, hier den. Wo du die Rüstungen immer reintust. Da bin ich verprügelt. Was? Ich hab den nicht verprügelt. Ja, der ist ja nur noch bei 58. So. Deswegen sagte ich das. So, hier macht der gute Lasse uns dann Beton rein. Bunker. Mhm. Kalle ist da schon mal am Abbauen. Kannst du schon Stahläxte? Ja, Stahl ist schon durch. Weil dann gehe ich Holz ernten. Nur das ist hier mit dem Ding echt... Ich bin Kettensäge, die hat echt Fun. Du kriegst gleich eine grüne. Ja, wäre cool. Habe ich die Tür zugemacht, verdammt. Wahrscheinlich nicht. Nee, habe ich auch nicht. Das darf doch nicht wahr sein, Olli. So. Noch ein bisschen Holz ernten. Pfeile machen. Spike setzen. Das kann ich beide, das kann ich ja gleichzeitig. Ja, Holz ist in der ersten Kiste. Ja, ja, ist aber bestimmt nicht genug. 1000 Stück. Oh, ich nehme so viel, ich kriegen kann. So, ich skill jetzt den 69er. Das ist ja der Miner-Skill. Ja. Weiß ich. Sonst hätte ich es bestimmt nicht gesagt, oder? Ja.
Kennt einer von euch Defiance? Ja. Da gibt es auch eine Gruppe, die heißt 69er. Das sind so Halbroboter. Also Halbroboter. Das waren dann Menschen, die sich zu Androiden gemacht haben. Mhm. So, mach ich direkt mehr Block Damage. Ich wollte eigentlich für den Quality Joe sparen. Obwohl, warte mal. Wie viele Punkte also habe ich? 35, nee, das reicht noch nicht. Was hast du? Also ich habe was geskillt gehabt und das war der Survivor. Das war eins von 5, also eins ist noch geblieben. Der Survivor, aber nicht der Quality Joe, der ist das, der verbuggt ist. Ach so. Habe ich die ganze Zeit gesagt. Nur den Quality Joe, den musst du direkt durchskillen. Ob das jetzt immer noch so ist, weiß ich nicht, aber es wäre schade. Da gehen wir lieber auf Nummer sicher. Ja. Da. Wie deine Nurse kommen. Hallo Krankenschwester, hast du einen Bieger dabei? Gib mir einen Bieger. Hat sie? Ah, nein. Fehlanzeige. Oh. Ups, so gab glaube ich gerade ein Standbild in der Aufnahme. Sorry, ich musste aber mal auf den Desktop switchen. Oh, hallo. Hab gerade ein Reh gelegt. Was hast du gelegt? Ein Reh. Ja. Immer gut. Vergesst nur nicht den Nester. Wir brauchen auch die Eier. Pure Fleisch kostet Wellness. Jetzt mir egal, jetzt wird Spikes ausgelegt bis zum Abwinken. Schluss, schnell los. Der Hardcore-Tag kommt noch. Ich bin kurz davor. Yep. Sup, sup, sup. Oh, ey, Lasse baut schon hier Betonita. Hier in der Ecke weißt du Bescheid, Lasse? Genau. Hier außen, neben der Forge, meine ich. Hm? Neben der Forge. Da ist auch offen. Ist oben ein Beton oder oben rein? Fenster. So, ein Glas. Weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Mach wie du meinst, Baumeister. So, haben wir das geklärt. Wo ist denn das ganze Teller geblieben? Hab ich jetzt irgendwo hingeräumt und weiß nicht wo. Mal an in der Kiste, auf der Kiste. Okay. Das ist rohes Teller. Lasse bunkert wieder. Kalle bunkert nur. Waffenzeug. Tu das doch in die Waffenkiste. Ich habe ja eben noch Pistolenzeug in die Waffenkiste gemacht. Ja, aber bei dir in der Kiste hat es jetzt noch Hülsen, Teller, Short Iron Pipe. Achso. Wieder Federn, räum die Sachen doch direkt weg. Dann müssen wir nicht hin aufräumen, das ist echt. Aufräumen kostet echt Zeit. Ich denke, du musst noch zwei Kisten aufschließen, wo ich nicht dran kommen will. Welche zwei Kisten? Ach. Die wurden gelockt worden. Wo? An der Forge und einmal über den Kühlschrank. Die Forge habe ich doch vorhin schon aufgemacht. Achso. Den Kühlschrank habe ich vergessen. Müsste jetzt aber auch sein. So, bla bla. Die Federn kommen da rein. Das Teller wird verkocht. Das hier ist Saatgut. So, wieder neu. Stecken. Wir haben auch Potatoes, ne, Lasse?